herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir mal wieder eine besondere Flasche hier auf meinem Fass. Und zwar einen Shackleton. McKinley's Shackleton. Eine 1-Liter Flasche, preislich doch mit 60 Euro ganz schön üppig. Aber es geht darum, dass diese Flasche ja eine Geschichte repräsentiert. Und zwar der Herr Shackleton hat im Jahre 1905 bis 1907, glaube ich, eine Antarktis-Expedition durchgeführt. Und dabei, 1907, ne? Und dabei hat er einige Kisten Whisky für die Belegschaft gebunkert und hat die mitgenommen. Und dann blieben bei seinem Lager, bei seiner Station in der Antarktis, blieben 11 Flaschen zurück. Die wurden dann bei Untersuchung der Hütte sehr spät erst gefunden, weil sie sich unter der Hütte befanden. Und da hat man dann mal so reingeguckt und dann hatten die das wohl da drunter geschoben, damals vor über 100 Jahren. Und dann wurden die vergessen. Und das war nun eine Zeitkapsel von Whiskys, die dort lagen. Und da Whisky ja auch innerhalb einer Flasche einer gewissen Alterung unterliegt, da oxidiert immer was, weil der Korken ist undicht und so weiter, dass also ein Luftaustausch mit der Umgebung stattfindet, bei denen meist Temperaturen unter Null, bei dem Whisky nicht gefriert, erst so bei minus 40 Grad ungefähr, hat dieser Whisky relativ unbeschadet die Sache überstanden. Allerdings sagten dann die entsprechenden Leute, Geschichtsforscher und so weiter, nein, das dürft ihr nicht nehmen, weil das ist ein geschichtliches Erbe und davon darf man jetzt nichts hier verwenden und so. Und nach langem Hin und Her hat man dann sich darauf geeinigt, dass 2 Flaschen entnommen werden durften und wurden dann von dem damaligen Besitzer des Unternehmens, einem Inder, glaube ich, hat er mit seinem Privatjet hat er diese Flasche nach Schottland geflogen. Und dort hat Richard Patterson, der Master Blender von White & McKay, in dem diese McKinley's Firma aufging, den verkostet und hat sie dann mit den Malts der damaligen Zeit, die bei McKinley's dabei waren, das waren vor allem Glenmore, gesprochen Glenvore, geschrieben M-H-O-R, mittlerweile sehr, sehr teure Flaschen, die Brennerei schon lange nicht mehr existent, in Inverness, direkt am Caledonian Canal, oder heißt der Caledonian Canal? Das ist jedenfalls der Kanal, der da von Inverness durch Loch Ness rüber nach Ben Nevis führt. Daran lag diese Brennerei und ist dann mittlerweile durch einen Supermarkt ersetzt worden. Mit alten Fässern hat er die nachkreiert und daraus stammt jetzt auch ganz drüben hier diese Expression, wie es so schön heißt, diese erste Flasche, die mittlerweile, ich weiß nicht, 200 Euro plus kostet. Dann gab es davon eine zweite, nannte sich The Journey. Die gibt es noch für 160, glaube ich. Und die Flasche jetzt für 60. Wobei der Unterschied ist, hier bei diesem preiswerteren hat nun Richard Patterson versucht, einen sehr ähnlichen Geschmack zu damals zu kreieren. Allerdings unter einigen Abstrichen, nämlich nicht mehr der Brennerei Glenmore, die mittlerweile sehr, sehr teuer wären, wenn überhaupt noch Fässer da sind. Und zum Zweiten im Alkoholgehalt reduziert, weil damals waren die höher alkoholgehaltig, wurden die abgefüllt und jetzt nur noch 40% für die Massen. So, dann schauen wir mal hier auf diese Schachtel, die noch dabei ist. Genau, 1907, die British Antarctic Expedition. Das habe ich im alten Video habe ich dann erzählt und so weiter. Noch Fotos von der alten Expedition und so. Und die haben also da Entbehrungen gelitten und so weiter und so fort. Und dann haben die das nachher geschafft, wieder zurückzukommen. Und einige von denen sind dann im Krieg erschossen worden. Hast du da bis zum Ende der Welt und dann so, ne? Ja. Der Shackleton hatte also damals 25 Cases, und im Case waren wohl ein Dutzend drin oder so, geordert gehabt. Und 2007 wurden 11 intakte Flaschen gefunden gehabt. Genau, Antarctic Heritage Trust. Und ein Teil des Erlöses von diesen Flaschen geht also dann an den Antarctic Heritage Trust Neuseeland. Ja. So.
Das ist das. Und dann sieht man da oben auch noch so ein bisschen in Grau das Schiff. Hieß ja nicht Discovery oder so ähnlich. So, hier drauf. 1 Liter. Ernest Shackleton. Ja. I believe it is in our nature to explore, to reach out into the unknown. Ja, und jetzt gehen wir hier auch mal und reach into the unknown. Erwarten Sie jetzt nicht zu viel vom Geschmack. Leicht malzig, mehr nicht. Weil die Whiskys damals, im Gegensatz zu allgemeiner Annahme, damals waren alle Whiskys besser. Nein, damals waren die ganzen Prozeduren, wie man guten Whisky herstellt und so, noch nicht so wirklich ausgereift, dass also in früherer Zeit diese Whiskys nicht so absolut super schmeckten, wie das nun in unseren Fantastereien, früher war alles besser und handgemacht und so, ne? Nein, die Computer, die heute Whiskys herstellen, solange noch eine Maus an meinem Computer ist, ist der Whisky noch handgemacht, machen schon einen hervorragenden Job. Und unsere Sauberkeit, vor allem dann im Gärprozess, dass da keine Essigbakterien drin sind und so weiter, helfen also enorm, die Qualität des heutigen Whiskys hochzuhalten. Man kann viel besser die Fuselöle abscheiden, man hat die Sache viel besser unter Kontrolle. Die Messgeräte sind alle geeicht heute, dass die Prozeduren alle exakt wieder und wieder verwendet werden können. Und der durchschnittliche Whisky, der damals war, war aus meiner Sicht schlechter. Allerdings hatte man einen Haufen Varianz in den Prozessen drin, dass es auch damals deutlich bessere Whiskys gab. Ja, also ganz absprechen möchte man diesen besseren, früher war es besser, möchte man nicht. Aber ich wage zu bezweifeln, dass auch ein Herr Shackleton den Zugriff auf diese wirklich besten hatte. Ja, gut. Leicht rauchig, nicht wirklich. War der andere auch, den ich damals hatte. Bisschen fruchtig, eine leichte Vanillenote. Ja, Vanille wird etwas stärker. Es ist ein leichter Space Cider, würde ich sagen. Offiziell heißt es, es ist ein Blended Malt Whisky, also eine Mischung aus lauter Malt Whiskys aus Highland Brennereien. Und für mich ist diese leichte Fruchtigkeit und diese Vanille, es kommt auch Karamell dazu. Typisch für einen Space Cider. Volumenprozente. Und dann kommt das, woran ich mich bei dem anderen erinnere, an eine gewisse Strenge, gewisse Intensität, vor allem dann im Nachgeschmack. Und der hat jetzt nur 40 Volumenprozente, damit ist er weicher auf der Zunge und drückt nicht so ganz gewaltig rein. Es ist ein durchschnittlicher Malzwhisky. Ohne großen Ecken und Kanten, mit definitiv einem Gewicht auf dem Abgang. Ja, im Geruch und die Rauchnote sehr knapp fällt sie aus. War damals bei dem Shackleton aber auch nicht, bei den McKinleys damals auch nicht anders. Ne? Also hier hat man jetzt nochmal weitergemacht und hat nun den Shackleton vorne groß aufs Etikett geschrieben, beim anderen hinten steht da also mehr McKinleys drauf, weil die Flasche auch selber eine Replika zu der damaligen Zeit ist. Suchen Sie das Video bei uns raus. Ich glaube, einen verkaufen wir noch davon. Da können Sie dann die Flasche auch sehen, zumindest jetzt Anfang 2018. Bestände werden aber schon knapper. Zumindest können Sie sich da das Video anschauen. Ansonsten müssen wir uns ins Blog gehen, auf whisky.de und können dort nach dem Shackleton Shackleton suchen. Da steht es nochmal, hier finden Sie es. Ne? Und dann können Sie im Blog dann das Video da raussuchen. Ja, soll ich ein zweites Mal probieren? Ja. Also die Intention auf diesem Whisky, ein bisschen Lakritze kommt jetzt hinterher.
Die Intention auf diesem Whisky ist es nicht, einen guten Blended Malt Whisky zu erzeugen, sondern den alten Whisky in dieser Art und Weise nachzukreieren. Dass man also mit modernen Whiskys versucht, dem Konsumenten zu zeigen, wie 1907 nun hier ein Whisky für diese Antarktis-Expedition geschmeckt hat. Anhand der Referenzprobe, die man aus dem Lager, aus der Hütte vom Shackleton geborgen hat. Schaut es mal im Shopsystem nach, ist immer ein sehr schönes Geschenk, weil man eine Geschichte erzählen kann. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.